Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Let's Play Planet Base. Was ist Planet Base? Planet Base ist ein Survival RTS, also ein Überlebens-Echtzeit-Strategiespiel. So ein bisschen, wenn euch das was sagt, so ein bisschen wie Banished, also baue eine Kolonie von Null auf, produziere Baumaterial, Lebensmittel, Spaßmachzeug und alles und überlebe. Irgendwie. Hauptsache, es passt. Und das Ganze ist, mein Name und das so im Hintergrund, was man hier sieht, ist jetzt nicht von ungefähr. Das Ganze ist im Weltraum. Also ein Sci-Fi Survival RTS. Na, das passt ganz gut. Ja, es ist von den Funktionen her relativ überschaubar. Es gibt neben dem Endlosspiel, welches wir gleich anfangen werden, gibt es auch natürlich ein Tutorial und einzelne Missionen. Die habe ich jetzt aber noch nicht ausprobiert. Mache ich vielleicht nochmal und dann erzähle ich euch da mal was Spannendes zu. Ja, wir wollen jetzt aber keine Mission spielen, sondern wir wollen ein Endlosspiel spielen. Also ein neues Spiel. Es gibt insgesamt 4 verschiedene Planetentypen mit entsprechenden Schwierigkeitsgraden. Wir haben von machbar bis lebensmüde alles drin. Klasse D ist das hier. Das ist ein, ja, so eine Art Mars. Viel Baufläche, hohe Lichtverhältnisse, hohe Windverhältnisse. Das heißt, da kann man ordentlich Strom produzieren. Es gibt Sandstürme, es gibt wenige Meteoriten. Und ja, das ist so für Einsteiger. Ist ganz nett, da kann man schöne große Basen bauen. Ja, dann gibt es Klasse F, das ist dann schon so ein mittlerer Schwierigkeitsgrad, ist ein Eisplanet, da gibt es wenig Licht und relativ viel Wind und Schneestürme, aber auch schon ein bisschen weniger Bauplatz. Das habe ich jetzt zuletzt probiert mit, ja, mehr oder weniger mäßigem Erfolg. Ich hatte tatsächlich eine relativ florierende Kolonie, bis ein paar Eindringlinge kamen und ich hatte leider keine Verteidigung und dann haben dann 3 Eindringlinge meine 200 Kolonisten einfach über den Haufen geschossen. Das war irgendwie nicht so toll. Und dann war das Spiel auch vorbei. Das war blöd. Aber na gut, ich habe daraus gelernt. Nichtsdestotrotz habe ich es immerhin geschafft, hier 8 von 10 Erfolgen zu machen. Irgendwann setze ich mich nochmal ran und mache die 10 voll. Und genauso hier auch. Dann gibt es Klasse M, da kommen wir gleich zu. Das ist nämlich das, was ich heute mit euch machen möchte. Und es gibt die Klasse S. Das ist quasi super, super schwer. Das ist ein Gasriesenmond mit Seen aus Methan, variable Lichtverhältnisse, wenig Wind und vielen, vielen Gewittern. Ist so ein bisschen so titanmäßig oder sowas. Genau. Und ja. Und wir spielen aber Klasse M. Ich hatte ursprünglich mal gedacht, dass Klasse M so ein bisschen, weil ich bin ja so ein bisschen Star Trek-affin, was man ja auch an dem einen oder anderen Let's Play erkennen kann. Klasse M habe ich gedacht, das wäre so ein schöner, so ein Erdplanet. Weißt du, so mit Wasser und mit Kontinenten und allem, was dazugehört. Aber nein, Pustekuchen, es wäre ja kein Survival-MMO, MMO, genau, ein Survival-Spiel, wenn man quasi eine atembare Atmosphäre hätte. Das wäre irgendwie sinnlos. Deswegen ist es der Mond eines Gasriesen ohne Atmosphäre, sehr anfällig für Meteore und Sonneneruptionen und ohne Windturbinenfunktion. Was schon sehr, sehr schwierig ist ohne Windturbinen, denn irgendwann ist dunkel und wo kein Licht mehr, da kein Strom mehr. Sonst kann man das irgendwie so ein bisschen gegenkompensieren, dass tagsüber halt die Solarmodule alle ordentlich Energie reinpumpen und nachts die Windturbinen das Ganze am Laufen halten. Funktioniert hier leider nicht. Wir schauen nochmal. Dann haben wir hohe Sonneneruptionsrisiko und ein hohes Meteorenrisiko. Steht hier auch oben schon drin. Ja, und jetzt suchen wir uns die Position unserer Kolonie aus. Da kann man hier den Planeten so ein bisschen rumdrehen. Oh, wir können mal gucken, ob wir da oben... ich sehe da so einen großen Fleck. Also tatsächlich, die Steuerung ist so ein bisschen schwerfällig, wenn es an einigen Stellen geht. Aber so, es ist ja ein Mond. Ne? Auf unserem Mond sind die dunklen Flecken ja auch Krater. Das heißt, da ist viel Freifläche. Ich bin da ganz optimistisch, dass wir hier vielleicht eine ganz schöne große Basis hinbekommen können. Dann müssen wir unserer Basis noch einen Namen geben. Und zwar ist das Pyrox Base.
Ja. Oder komm, wir nennen das nicht Pyrox Space, das ist zu banal. Gut, das andere ist auch nicht, aber wir nennen das mal Pyrox Space Station. Ach, geht nicht. Geht nicht, ist zu lang. Also doch Pyrox Space. Na gut, kann ich auch mitleben. Ja, und ich würde sagen, wir gehen mal ins Spiel rein. Es ist extrem wichtig, dass du nur dann Kolonisten in deine Basis aufnimmst, wenn du die dafür benötigte Infrastruktur hast. Ja, das ist mir auch schon passiert, dass ich zu viele Leute reingelassen habe. Ja, das ist nicht gut. Drücke eine beliebige Taste. Jawohl, drücken wir. So, und hier kommen unsere Jungs gleich rausgestiefelt. Ich werde gleich schon mal direkt anfangen, die grundlegende Infrastruktur zu bauen und erkläre euch dann gleich, was ich getan habe, weil hoher Schwierigkeitsgrad und nachts keine Sonne, wenn das zu lang dauert, dann das ist nicht so gut. Aber hier kommen unsere paar Jungs hier raus. Das Problem ist, man kann nämlich nicht pausieren. Das heißt, das Spiel läuft so oder so. Das heißt, ich zeige euch das gleich. Auf jeden Fall zeige ich euch, wir haben hier zwei Arbeiter, eine Biologin, ein Ingenieur, ein Sanitäter und ein Transportbot. Und ja, kann man mitleben. Kann man mitleben. Ja, das heißt, wir werden uns Richtung diesen Gerölle, die verschwinden. Wir bauen uns mal nach hier hinten. Das sieht ganz gut aus. Und das heißt, wir bauen mal unsere Energieinfrastruktur nach hier auf. So, ich erkläre euch das gleich, was ich habe. Wie gesagt, es muss jetzt gerade relativ schnell gehen, das Ganze. Sonst haben wir ein Problem. Warum? Ach so, klar. Geht ja nicht, wenn man es nicht mit der Basis verbunden hat. So, wir bauen den da gleich. Großen Kollektor. Einen Extraktor. Wir fangen lieber mal ein bisschen kleiner an. So. Zack. So, okay. Da läuft jetzt alles seinen Gang. Und ich erkläre euch jetzt, was ich gemacht habe. Also. Wir haben in unserem Kolonieschiff haben wir Materialien. Wir haben Metall, wir haben Bioplastik, wir haben Mahlzeiten, Ersatzteile und Arzneimittel. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Da kommen wir aber später dazu. Ja, unsere Kolonisten schleppen die jetzt hier so schön gemütlich raus. Unsere Solarmodul rennt auch schon ganz ordentlich. Also man fängt quasi an mit einer Luftschleuse. Logisch, man will ja Luft erzeugen. Ja, dann setzt man die irgendwo hin. Und verbindet sämtliche Strukturen, wenn man sie neu baut, per Klick miteinander. Also ich kann das mal hier quasi, wenn hier so ein Link-Symbol ist, dann kann man die direkt miteinander verbinden. Ja, das ist quasi so, macht man dann Baukastensystem. Man kann das nicht einfach standalone machen. Man fängt quasi mit einem Teil an und von da aus geht alles sozusagen seinen gewohnten Gang oder seinen natürlichen Gang. So. Dann, also, wir haben eine Luftschleuse und einen Sauerstoffgenerator, der hier gleich fertig ist. Alles erstmal in kleiner Bauweise, außer dem Energiekollektor. Das ist sozusagen unser Speicher. Das heißt, alles, was an Energie überschüssig produziert wird, wird in diesen Energiekollektor eingespeist. Was wichtig ist, denn sonst hätte man nachts keinen Strom. So. Jetzt arbeitet hier der Strom auch schon quasi ganz gut. Das heißt, wir haben jetzt hier den Sauerstoffgehalt, der läuft. Sehr gut. Das heißt, unsere Jungs gehen da rein und wir können nochmal, ja, wir können dann anfangen, hier Sachen zu bauen. Man muss am Anfang gerade mal so ein bisschen aufpassen, damit man nicht zu viel hat, weil unsere Energie ist halt. Ja, relativ begrenzt. Ich hoffe, dass wir mit dem Energiehaushalt hier, den wir jetzt gerade in der Zwischenzeit aufbauen, über die Nacht rüberkommen. Deswegen bin ich jetzt etwas vorsichtig. Hätte man vielleicht ein größeres Solarmodul nehmen müssen, oder?
Naja, gut, okay. Wir gucken mal. Auf jeden Fall hier ist zum Bauen. Hier baut man alles Innen- und Außenstrukturen, also außen irgendwie hier Tanks, Lager, Hallen, Kollektoren und und. Und Innenstrukturen ist dann halt alles, sind halt die hier alle drin. Ja, man sieht schon ganz schön, hier sind wunderschöne Glaskuppeln und Gänge und oh, das sieht alles ganz schick aus. Also grafisch verhältnismäßig akzeptabel und adäquat. Aber es ist halt, ich meine, das ist ja, kann man hier nicht sehen. Das heißt, wir blenden das Ganze aus. Wop, und dann hat man hier zumindest mal eine Übersicht. So, den Jungs ist, glaube ich, langweilig. Was für Bedürfnisse haben die denn? So entwickeln die denn? Boah, noch nicht so viel. Mal gucken, ob wir die Nacht halt überstehen mit der Energie. Wir könnten. Ich tue mir schwer, weil wir müssen halt gucken, dass unser Baumaterial nicht verknappt. Und das bedeutet, wir bauen nochmal erstmal eine Kantine. So, kleine Kantine. Man muss ja alles klein anfangen. Das heißt, wir fangen hier jetzt mal an mit der Kantine und verbinden die jetzt hier. Da habt ihr das jetzt gerade mal gesehen, was ich meinte mit dem Hin- und Herklicken. Und jetzt geht unser Solarmodul gleich offline. Und ja, wir schauen jetzt mal, ob das reicht, was wir hier angesammelt haben. 4000 Energie. Ich meine, wir hatten einen Überschuss von knapp 24 Kilowatt bei einem Dreivierteltag. Boah, eigentlich müsste das reichen, wenn wir jetzt hier nicht zu optimistisch werden an der Stelle. Wir gucken mal, wir gucken mal. Ja, also wir haben jetzt hier quasi eine Kantine. Bauen wir jetzt mal. Und bauen ein paar grundlegende Strukturen dazu. Ein Schlafsaal zum Beispiel. So, Schlafsäle sind was Besonderes, denn Schlafsäle sind Sackgassenstrukturen. Ja, also es gibt quasi solche wie hier, wo man mehrere Strukturen anbinden kann. Und der Schlafsaal ist, ich würde jetzt mit der Maus drauf zeigen, aber dann verschwindet der Tooltip leider. Also unter dem benötigten Baumaterial ist so ein T, das steht für Sackgasse. Und es steht auch explizit auch nochmal dabei als Sackgasse. Das heißt, es gibt nur eine Verbindung. Wir stellen den mal, ja, wir stellen den einfach jetzt mal hier drüben hin. So. Ja, dann haben wir das schon mal. Und dann bauen wir ein Biodom. Biodome sind sehr, sehr wichtig, denn in den Biodomen wird Gemüse angebaut. Also sprich das Essen. Ein Teil davon zumindest. Das setzen wir mal. Wir machen das trotzdem auch mal klein, auch wenn ich eigentlich ein bisschen bei den Eigenrichtungen eigentlich ein bisschen größer sein wollte. Aber wir machen erstmal, um das Baumaterial zu schonen, bauen wir hier mal das Biodom hin. Und ein Lager. So. Die verbinden wir so. Und genau. Dann haben wir das Lager, das Biodom, was zum Essen, was zum Schlafen. Ja, dann brauchen wir tatsächlich eine Aufbereitungsanlage. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch dann gleich auch noch. So und so. Aufbereitungsanlagen sind quasi, da werden, ja, wird unser Baumaterial drin gebaut. So, und dann brauchen wir hier außen. Bauen wir dann, das machen wir dann gleich noch. Da bauen wir einmal eine, so eine Mine. Ja, da warte ich noch kurz. So, unsere Energie noch hält sie. Wir sind bei 8, das ist okay. So, Kantine. Ja, also machen wir gleich. Also unsere Energie noch hält sie. Wir sind hier schon bei 2 Drittel ungefähr. Ja, 2 Drittel sind wir hier schon. Ja, noch hält der Strom. Ich glaube, er wird den Tag auch überstehen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns demnächst da nochmal was Neues dazu bauen, zusätzlich zu diesem einen Solarmodul, weil Strom ist alles in dem Falle.
Ja, Energiespeicher ist niedrig, da kommt zumindest schon mal die Nachricht. Aber ich denke, damit kommen wir auf jeden Fall über die Nacht rüber. So, man kann hier auch die Strukturgröße, das hattet ihr vielleicht auch schon gesehen, so ein bisschen anpassen. Mausrad von klein bis groß und es geht nur noch größer, wenn man Baupläne dafür hat. Und wir setzen jetzt hier nochmal ein etwas größeres Solarmodul dahin. So. Und ja, gucken wir mal, haben sie jetzt hier so langsam Wasser und so weiter brauchen die. Wenn die Einrichtungen hier rot sind, dann heißt es, dass das Sauerstoffniveau relativ gering ist. Ja, aber das sieht ja soweit schon mal ganz gut aus. Ne? Hier knallen schon die ersten Meteoriten runter. Das kann unter Umständen zu einem Problem werden, muss es aber nicht. Das werden wir sehen. Genau, so. Thema Kantine. Die ist ja jetzt leer. Also man baut da kein 0815 Standardding hin und dann ist das fertig. Das wäre auch zu einfach. Auch wenn es nicht viele Gebäude gibt und sowas, aber das muss man personalisieren. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Kantine und dann gibt es dann hier die Möglichkeit, entweder sie zu deaktivieren, das heißt also Energie abschalten, wenn man knapp bei Energie ist. Man kann den Inhalt bearbeiten, das werden wir gleich tun. Und man kann das Ganze recyceln, wenn denn noch eine Alternativverbindung ist, besteht. Oder es ist halt das Sackgassengebäude, das geht immer. Aber ja, so, die Jungs, man sieht, die schreien hier schon nach Wasser. Das heißt, wir werden denen jetzt mal den Gefallen tun. Wie gesagt, Inhalte bearbeiten. Dann kommt man so in das Konfigurationsmenü und jetzt kann man hier die Sachen da reinstellen, die man haben möchte. Wir bauen einen Essensfertiger. Das heißt, da produzieren wir dann unser Essen drin oder wird das Essen produziert. Ein Tisch zum dran sitzen ist natürlich immer gut. Und was sie gerade wollten, einen Wasserspender. Ganz, ganz wichtig. Wasser braucht man immer. So, dann stellen wir hier noch so eine dekorative Zimmerpflanze gleich irgendwo hin. Und machen hier noch einen Videobildschirm für Infotainment. Aber man muss ja auch unterhalten sein. Das reicht für den Anfang erstmal. Das ist schon bautmaterialtechnisch schon ganz anständig. Und jetzt sieht man schon, wir haben hier so langsam kein Metall mehr. Das heißt, wir werden jetzt unser Kolonieschiff mal recyceln. Zack. Boah, man sieht. Boah. Boah. Metall. Metall. Ganz, ganz viel Metall. Damit können wir auf jeden Fall unsere Basis wieder noch ein bisschen erweitern. Und wir haben unseren ersten Meilenstein. Ich mache mal hier so einen Quick Save. Und zwar klicke ich da jetzt nämlich mal drauf. Überleben erreicht. Unser erster Meilenstein. Ein Tag nach der Landung und deine Leute sind immer noch am Leben. Ja, sehr schön. Das hört man gerne. Unsere kleine Basis im Bird View, sag ich mal. Ja, ist doch schön. Hier bauen unsere Strukturen. Da kommen wir dann gleich zu. Wir haben unsere Kantine erstmal gebaut. Und ja, unser Energiespeicher füllt sich auch so langsam. Das ist gut. Ich bin da zuversichtlich, dass wir zumindest den ersten bzw. die ersten 2, 3 Tage überleben werden. Sehr schön. Ja, das heißt, schaltet doch auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Let's Play Planet Base. Wenn es euch gefallen hat, bis dahin klickt doch einfach unten auf das mag ich Knöpfchen, das tut keinem weh. Oder schaut mal bei uns auf der Webseite vorbei. Oder guckt ein anderes Let's Play. Und ansonsten hoffe ich, begrüße ich euch, kann ich euch beim nächsten Mal begrüßen und sage bis dahin, ciao, ciao, euer Simme.